Bunt, kraftvoll und vor allem stolz. Genau so möchte der Hamburger Christopher Street Day in diesem Jahr strahlen. Freie Bahn für Genderwahn, das Motto für 2018. Genderwahn, der herabsetzende Begriff, stammt von den neuen Rechten. Nun wurde er bewusst aufgegriffen, um ihn positiv zu drehen und eine Debatte anzuregen. Auch Alessandro und Nicolas sind mittendrin und voll dabei. Für die Zwillinge aus Hamburg ist es bereits der dritte Christopher Street Day. Heute ist eine Art Friedensdemonstration für Homosexuelle, Bisexuelle und so weiter. Und dafür stehen wir auch natürlich. Wir finden es cool. Jeder kann sein, wie er möchte. Jeder kann sehr sein, wer er sein möchte. Und das ist das, was wir zelebrieren heute. Der Startschuss leicht verspätet um 20 nach 12 in der langen Reihe. Aus St. Georg zog der Demonstrationszug quer durch die Innenstadt über die Mönckebergstraße bis zum Jungfernstieg. Wichtig dabei nicht nur Party, sondern auch Politik. Inhalte vermitteln im Feiermodus. Neben mehr als 50 Trucks, Fuß- und Motorradgruppen lief auch die Hamburger Politik mit. An vorderster Front und zum ersten Mal mit dabei Hamburgs erster Bürgermeister. Es ist schön, diese Begeisterung zu erleben, dass hier nicht nur viele sich engagieren, mitzumachen, sondern dass unglaublich viele Bürgerinnen und Bürger Interesse haben, dabei sind, hier zujubeln wie beim Hanse-Marathon. Und das ist natürlich eine besonders schöne Erfahrung, dass man in einer so großartigen Stadt wie Hamburg auch so etwas Besonderes dann mitmachen kann. Bunt, schräg, schrill. Der CSD im Kampf für mehr Gleichberechtigung, Vielfalt und Akzeptanz für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender. Rekordzahlen in diesem Jahr. Etwa 80.000 Teilnehmer der Demo, dazu mehr als 100.000 Menschen an der Strecke. Meine Botschaft heute ist auf jeden Fall auch, dass es egal ist, wie man aussieht, wen man liebt. Freie Liebe für alle und Gleichberechtigung für alle. Es ist immer bunt, lustig und gnadenlos. Es gefällt mir wahnsinnig. Ich bin schon das dritte Mal hier und ich will hier gar nicht mehr weg. Es ist so super. Habt Spaß, seid wie ihr seid. Ganz egal, was immer das bedeuten mag. Auch für die bunten Model-Zwillinge aus Eimsbüttel ist die Botschaft heute klar. Happiness, Gesundheit, Harmonie und einfach living your good life. Fazit des Tages, ein großes Fest im Zeichen des Regenbogens, bei dem sich niemand verstecken musste.